herzlich willkommen zu einem neuen Vlog hier aus einem Hotelzimmer in Deutschland. Ich habe mir überlegt, ich werde jetzt anfangen für die restlichen paar Tage zu vloggen. Es gibt eine Weihnachtsvlog-Staffel. Ich glaube, vor Weihnachten passiert so ziemlich viel Spannendes und auch etwas, was man zeigen kann. Und ja, das ist halt hier mein erster Tag und wir befinden uns hier in einem Hotelzimmer. Und ich werde mir hier in dieser Stadt ein bisschen den Weihnachtsmarkt anschauen und ein bisschen shoppen gehen. Und da werde ich euch auf jeden Fall mit hinnehmen. Als allererstes möchte ich euch mal hier dieses kleine Hotelzimmer zeigen. Also los geht's! So, hier kommt man also rein und muss da seine Karte reinstecken. Und wenn ich mich hier umdrehe, dann habe ich diesen Blick. Ich würde sagen, das sieht aus wie ein ganz normales Hotelzimmer. Hier auf der Seite habe ich schon ein bisschen was aufgehängt. Eine Garderobe. Dann hat man hier noch ein Schränkchen. Und ich habe mir noch nichts angeguckt. Deswegen gucken wir mal. Hier ist auch noch mal ein Schränkchen mit einem Safe drin. Ah, und da haben wir sie. So Badeschläppchen. Das finde ich eigentlich auch ziemlich cool. Dann schauen wir mal hier weiter. Dann gibt es hier ein Wasser, zwei Gläser. Und was ist hier drin? Oh, wie hübsch. Sehr, sehr hübsch. Schön beleuchtet. Hier müsste dann ein Kühlschrank drin sein. Genau. Oh, der sieht aber nicht mehr so fresh aus, aber gut. Ja, das ist also der Kühlschrank. Und dann geht es weiter. Ein paar Schublädchen, ein Fernseher und das ist ja auch richtig süß hier. Einfach mal ein bisschen Tee oder Kaffee und ein Wasserkocher. Dann ein ganz, ganz schöner Platz hier am Fenster, also wunderbar zum morgens schminken. Wobei jetzt momentan ja nicht, weil ja eh alles dunkel ist, aber morgens, aber gut. Und hier geht es dann auch schon weiter mit dem Hotelzimmer. Ein Doppelbett, dann gibt es ein Bademantel. Und hier haben wir sogar, was gibt es denn hier für einen Keks oder so? Was ist denn das hier? Eine Hallorenkugel. Sehr interessant. Ich werde es später probieren. Dann geht es weiter mit dem Rundgang. Einmal hier aus Spiegel. Schön. Und das Badezimmer. Ja, es ist klein, es ist okay. Hello! Aber ja. Ein Spiegel, eine Badewanne. Halt ein ganz normales Standard-Hotelzimmer. Und was befindet sich hier drin? Ein paar Wattepads, Ohrstäbchen, etwas zum Nähen und hier so ein Schuhreinigungszeug oder so. Wisst ihr, was ich jetzt vermisse? Ich vermisse, okay, es ist ja einmal Flüssigseife dabei, aber ich vermisse wirklich irgendwie so Haarshampoo, Duschgel und so ein Zeug. Okay, da ist jetzt auch nochmal so ein wahrscheinlich All-in-One-Ding. Ja, schade. Und eine Bodylotion und so. Naja, okay. Von so einem Hotel wie hier hätte ich eigentlich ein bisschen mehr erwartet. Aber gut, so ist das nun mal. Übrigens, das ist hier meine Aussicht. Ja, ganz okay. Hätte auch besser sein können, aber ich glaube, das ist ganz gut. Wer errät, in welcher Stadt ich bin? Ich glaube, das könnten die einen oder anderen schon mal erkennen. Wer errät, in welcher Stadt ich bin? Das würde mich mal interessieren. Ich bin hier im Wellnessbereich und der sieht mal richtig cool aus. Sehr, sehr schöne Duschen. Hier ist gerade keiner, deswegen kann ich euch das mal kurz zeigen. Eine Sauna, ein Ruheraum, eine kleine Sitzecke und nebenan ist noch ein Fitnessstudio. Aber da kann ich euch leider jetzt nicht zeigen, weil da trainiert gerade ein Mann. Und dann nochmal hier im Whirlpool. Ich glaube, ich werde hier morgen sehr viel Spaß haben. So,
Guten Morgen, ich habe gestern nicht mehr Tschüss gesagt. Ich glaube, ich schneide jetzt das Video von gestern und das von heute schön zusammen. Und ja, es ist leider am Regnen, es ist eine Katastrophe. Ich werde trotzdem irgendwie rausgehen und gucken, wie das hier ausschaut. Und ein bisschen shoppen gehen. Und je nachdem, wie stark es regnen wird, werde ich euch auch mal ein bisschen hier die Stadt zeigen. Ich bin in einem Shopping Center gelandet und es ist echt sehr schön hier. Vor allem ein großer Baum und das Allerwichtigste, ein DM. Hier scheint es auf jeden Fall genug Adventskalender noch zu geben. Boah, dieses Jahr gibt es richtig schönen Baumschmuck hier. Ist das nicht hübsch? Ein paar Weihnachtsstrümpfe. Ach, ist das hübsch. Und kleine Perlen. Übrigens, diesen Tee hatte ich, beziehungsweise diesen Adventskalender hatte ich auch letztes Jahr. Und ich muss sagen, das ist echt empfehlenswert und kostet nur 2,95 €. Wie cool ist das denn? Bitte mitten in der Stadt ein Riesenrad. Dummerweise ist es zu, weil sonst wäre ich nämlich draufgegangen. Ich flippe gerade aus. Diese Ohrringe. Oh, so schön. Und ganz viel Weihnachtskram. Oh mein Gott, ich könnte tatsächlich alles mitnehmen. Ich bin übrigens bei Claire's. Ich war gerade im Lush Store und habe mal wieder ein bisschen was gekauft, ein paar Badebomben und sowas. Und leider macht dieser Weihnachtsmarkt erst am 28. auf. Das heißt also, ich schaffe es leider nicht mehr, weil ich nicht lange genug in diesem schönen Städtchen bin. Aber dieser tolle, das sieht man jetzt glaube ich gar nicht, das tolle Riesenrad hier. Naja, mal gucken, vielleicht komme ich ja nochmal hierher. Auf jeden Fall ist das hier von der Architektur und wirklich diese Innenstadt ist sowas von unglaublich schön. Ich bin wirklich total ja, überrascht. Dieses Gebäude hier zum Beispiel mit solchen schicken Balkon. Ich finde das so, so schön einfach. So ein, ja, einfach so alles alt. Und irgendwie sieht hier fast alles so aus. Also wenn man jetzt hier auf der anderen Straßenseite schaut, dann sind auch so wunderschöne Balkone dort. Und ja, auch mit dieser Allee. Ich finde es echt schön hier. So, ich bin jetzt wieder zurück. So, jetzt bin ich hier in dem Hotel-Fitnessstudio und wie ihr seht, ist ja nicht besonders viel ja, an Gerätschaften, also ein Crosstrainer, ein Fahrrad, ein Laufband bzw. zwei Laufbänder und so eine kleine so ein Multifunktionsgerät. Und es war wirklich vor 3 Stunden so voll, es waren alle Geräte belegt, aber jetzt habe ich alles für mich allein. Sehr gut, ich fange dann jetzt mal an. So, ich bin zurück aus dem Wellnessbereich. Es war übrigens grandios. Es war wirklich, da ist eine Sauna, ein Dampfbad und ein Whirlpool und ich hatte wirklich sehr viel Spaß und habe vorher noch ein bisschen trainiert und jetzt möchte ich diese Sachen mal ausprobieren. Einmal hier von Sephora diese Overnight-Maske und ja, schauen wir mal, wie das Ganze hier funktioniert. Ich glaube, dass hier oben die Maske bzw. einmal die Haube drin ist. Okay. Oh, wenn das nicht nachts abgeht, hoffentlich nicht. Und hier müsste dann quasi die Kugel drin sein. Die soll man auf trockenes Haar übrigens auftragen. Das werde ich auch tun.
Und dann teste ich noch hier diese Fußmaske quasi. Die muss man aber nur 20 Minuten drauf halten und das werde ich dann auch jetzt tun. Und so, wenn man das hier aufmacht, gibt es dann halt solche Schüchchen und die muss man anziehen. Es riecht unglaublich gut nach Lavendel. Tatsächlich total frischer Lavendel, mega toll. Und ja, ich würde mal sagen, ich werde dann noch eine kleine Gesichtsmaske machen. Und zwar die, die ich ja, in Polen gekauft habe. Diese Gesichtsmaske werde ich machen und die muss man auch nach ein paar Minuten abwaschen. Und ich würde mal sagen, wir sehen uns dann morgen früh, wenn ich das dann hier abgenommen habe und die Haare gewaschen habe. Ich wünsche euch eine wundervolle Nacht und bis morgen.